Johnny Papaglia alias der Enforcer. Er ist bis heute noch als einer der mächtigsten Mafia-Paten aus Ontario bekannt. Er konnte sich ein regelrechtes Imperium in der Unterwelt aufbauen. Papaglia war sehr respektiert und jeder folgte seinen Befehlen. Doch es gab auch Personen, die sich ihm widersetzten. Papaglia soll auch eine Rolle in der French Connection gespielt haben. Die French Connection gilt bis heute noch als einer der mächtigsten Drogenschmugglerringe der Welt. Sie belieferten die Vereinigten Staaten mit Unmengen an Rauschgift. Papaglia konnte sich durch sein Geschäft einen unfassbaren Reichtum erwirtschaften. Es schien so, als würde er für jeden unantastbar sein. Doch er hatte sich den ein oder anderen Feind während seines Aufstiegs gemacht. Das Ende von Papaglia wurde durch eine rivalisierende Familie eingeleitet, die sogar noch Schulden bei ihm hatte. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Bevor wir ins Video starten, der beste Weg, um meine Arbeit hier auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu liken und einen Kommentar zu schreiben. Damit würdet ihr mich ungemein unterstützen. Wenn ihr Bock auf mehr von solchen Dokumentationen habt, könnt ihr gerne den Channel abonnieren. Ein großes Danke an alle, die mich hier auf YouTube stetig unterstützen. Jetzt haben wir genug geredet, wir starten in die Geschichte. Die Geschichte startet im Jahre 1894, als Antonio Papaglia in Kalabrien geboren wurde. Er soll wohl schon im Jahre 1900 mit seiner Familie nach Kanada eingewandert sein. Papaglia wurde später als Schmuggler aktiv. Er kam in Kontakt mit dem berüchtigten Schmuggler Rocco Perry und später dann mit dem Gangster Tony Silvestro, der auch als Schmuggler sein Geld verdiente. Die spätere Frau von Antonio war auch in die Mafia verwickelt. Sie war zuerst mit dem jüngeren Bruder von Antonio verheiratet in Italien, mit dem sie auch zwei Kinder hatte. Sie entschied sich jedoch dazu, mit ihren zwei Kindern nach Kanada zu gehen, als ihr Mann an Krebs starb. Sie heiratete dann Antonio, als sie in Kanada ankam. Johnny Papaglia wurde dann am 18. März 1924 in Hamilton in Ontario geboren. Er war einer von sieben Kindern. Johnny wurde das Leben, das er später leben sollte, quasi in die Wiege gelegt. Er sprach später in einem Interview wie folgt über seinen Vater: "Ich wuchs in den 30ern auf. Man sah einen Mann, der nicht schreiben oder lesen konnte, doch er fuhr ein Auto und er brachte Essen auf den Tisch. Er war ein Schmuggler und du hast zu ihm aufgeschaut. Er war schon in jungen Jahren ziemlich viel auf der Straße unterwegs. Johnny erkrankte aber auch schon im Alter von 19 Jahren an Syphilis. Antonio Papaglia wurde 1940 dann von der Polizei verhaftet. Die italienisch-kanadischen Behörden gingen davon aus, dass Papaglia faschistische Verbindungen zum Benito Mussolini-System hatte. Antonio wurde zwar entlassen, da er die Behörden davon überzeugen konnte, dass er kein Faschist war, doch er musste einigen Auflagen folgen. Er musste sich von Hamilton fernhalten und er musste sich auch in regelmäßigen Abständen bei der Polizei melden. Johnny hatte von da an einen Groll auf die kanadische Regierung. Er sprach später davon, dass das auch der Grund war, warum er sich nicht für den Zweiten Weltkrieg meldete. Johnny zog dann ab dem Jahre 1943 nach Toronto. Er beschäftigte sich von dort an nur noch mit der Karriere in der Unterwelt. Er brach in mehrere Gebäude ein und er raubte auch mehrere Geschäfte sowie Banken aus. Papaglia hatte sich zu dieser Zeit schon eine kleine Gang aufgebaut. Sie waren auch im Drogengeschäft tätig. Papaglia wurde das erste Mal im 1945 für einen Einbruch verhaftet. Er bekam damals noch eine ziemlich milde Strafe auferlegt. Die nächste Verhaftung führt uns nach 1949. Die Behörden konnten Papaglia festnehmen, als er gerade Rauschgift bei sich hatte. Die Anklage war damals Drogenbesitz mit der Absicht, es zu verkaufen. Johnny sprach dann vor Gericht davon, dass er nie die Absicht hatte, die Drogen zu verkaufen. Er sagte, dass er das Rauschgift brauchte, um den Schmerz zu behandeln, der durch sein Syphilis ausgelöst wurde. Der Richter glaubte ihm und daher kam es nur zu einer vergleichbar milden Strafe. Papaglia musste für 2 Jahre hinter Gitter. Die Behörden versuchten dann, Papaglia sogar ein Angebot zu machen. Wenn er mit ihnen über den Drogenmarkt reden würde, würde seine Strafe noch geringer ausfallen. Papaglia lehnte den Deal ab, was ihm zu sehr viel Respekt in der Unterwelt verhalf. Er entschied sich dann dazu, nach Montreal zu gehen, als er wieder frei war. Sein Schweigen zahlte sich aus, denn es warteten extrem mächtige Verbindungen auf ihn. Er wurde zu einem Treffen eingeladen von Mitgliedern der Bonanno-Familie. Die Bonanno-Family ist eine italo-amerikanische Familie der amerikanischen Cosa Nostra. Sie zählte zu den 5 Familien, die organisierte Kriminalität in New York beherrschten. Die Mitglieder der Bonanno-Family
stellten dann den Kontakt zu Vincenzo Cotroni her. Vincenzo war das Oberhaupt der Cotroni-Familie, die für die Bonanno-Familie in Montreal tätig war. Die Cotroni-Family hatte auch Verbindungen nach Marseille. Diese Verbindung wurde dafür genutzt, um das Rauschgift zu schmuggeln. Es gilt bis heute noch als der Prototyp der French Connection. Papelia wurde nach diesem Treffen in die Geschäfte der Mafia verwickelt. Er nahm mehrere Jobs von ihnen an. Papelia leitete Taxigeschäfte und er war auch als Geldeintreiber tätig. Papelia war einst am Geldeintreiben mit einem seiner Partner, als das Duo beschossen wurde. Papelia passierte zwar nichts, aber sein Partner wurde getroffen. Dieser konnte sich aber schnell wieder erholen. Papelia entschied sich nach dieser Schießerei dazu, Montreal zu verlassen. Seine Reise führte ihn nach Toronto. Er wurde aber wieder ziemlich schnell nach Ontario zurückgeholt, Mitte der 50er. Der Grund dafür war ein Mann namens Stefano Magadino. Er war das Oberhaupt der Buffalo Crime Family. Magadino verlieh Papelia den Titel Made Man. Damit war Johnny Papelia der offizielle Boss der Papelia Family. Magadino erklärte aber Papelia gleich, dass er sich nicht mit den anderen Familien anlegen sollte. Die Cotroni Family hatte immer noch das Sagen über Ontario. Papelia sollte die anderen Familien als Verbündete ansehen. Papelia hatte von da an den Respekt und den Status, um richtig Geld zu verdienen. Johnny hatte mehrere Standorte, die ihm alle für Schutz bezahlten. Er ging dann ins Loan Sharking Business, also er verlieh Geld an Personen und dafür bekam er viel mehr zurück. Papelia hatte Männer hinter sich, die alle bedrohen würden, die nicht seinem Wille Folge leisteten. Er weitete dann auch sein Geschäft aus, als andere Gangster ihm ihr Geld gaben, damit er jemanden einen Kredit gab. Johnny Papelia kaufte dann auch die Monac Vending Company. Das Automatenbusiness stellte sich als höchst lukrativ für Papelia heraus. Er hatte das Monopol auf dieses Geschäft, weil sich einfach niemand traute, mit ihm zu konkurrieren. Monac Vending soll um die $12,000 am Tag verdient haben. Dann kommt noch dazu, dass sehr viel von seiner Ware gestohlen war. Dazu war Papelia der Besitzer von mehreren Casinos. Papelia war Ende der 50er ein extrem reicher Mann. Er hatte unzählige Autos und er war dafür bekannt, dass er immer nur die teuersten Anzüge trug. Die Polizei kam ihm dann auch so langsam auf die Spur. Sie fingen damit an, immer mehrere Geschäftsgebäude von ihm zu durchsuchen. Papelia entschied sich dazu, dass er sein Business auf die nächste Stufe bringen wollte. Papelia bat Magadino darum, dass er seine Vision umsetzen dürfte. Magadino gab grünes Licht und dann ging es sofort los. Papelia kontaktierte mehrere seiner Leute, wobei er ihnen erklärte, dass er in den Rauschgifthandel einsteigen möchte. Papelia wollte ganz einfach das Rauschgift von Ontario an Mittelsmänner in die Vereinigten Staaten schicken. Es kam dann zu einem geheimen Treffen in 1959. Das war auch das Meeting, das die French Connection ins Leben gerufen hatte. Unter der French Connection brachte die Mafia Rauschgift von Frankreich nach Nordamerika. Die French Connection Drogen wurden anfangs in den Feldern der Türkei und in Afghanistan, Pakistan sowie Iran angebaut. Die French Connection stieg ziemlich schnell zu einer der mächtigsten Organisationen zu dieser Zeit auf. Sie waren für über 80% des Heroinimports in die Vereinigten Staaten verantwortlich. Papelia hatte zuvor schon ein ziemlich großes Vermögen, doch die French Connection brachte ihn auf die nächste Stufe. Er wollte jedoch trotzdem noch die volle Kontrolle über Ontario. Es gab insbesondere im Gambling-Business eine Person, die ihm ernstzunehmende Konkurrenz bereitete. Maxime Bluestein war sowas wie der König des Gambling-Businesses. Sein Lakeview Club brachte ihn um die $13 Millionen jährlich ein. Papelia traf auf Bluestein sogar in einem Club am 21. März 1961. Papelia schickte einen Kellner mit einem Drink los, der für Bluestein gedacht war. Der Drink war ein Zeichen. Hätte Bluestein den Drink angenommen, hätte er seine Partnerschaft mit der Mafia akzeptiert. Bluestein nahm den Drink nicht an und er sagte auch, wenn er mit mir reden will, soll er an meinen Tisch kommen. Papelia lud Bluestein auch zu einem Treffen ein, was er auch nicht angenommen hatte. Bluestein wurde dann eines Tages von den Männern von Papelia attackiert und dabei ziemlich schwer verletzt. Die Polizei versuchte zwar in diesem Fall zu ermitteln, aber es wollte einfach niemand sprechen. Das Verbrechen wurde am helllichten Tag begangen. Ein Reporter nahm sich der Aufgabe an, Papelia für seine Taten zu bestrafen.
Pierre Burton berichtete konstant über diesen Fall und er bekam auch Rückhalt von der Öffentlichkeit. Er sprach auch davon, wie die Zeugen eingeschüchtert wurden. Die Zeugen bekamen einen Anruf, wobei der Anrufer nur sagte, es wäre besser, wenn du vergisst, was du gesehen hast. Der Druck rund um Papelia wurde zu groß und so stellte er sich selber bei der Polizei. Es wurden über 100 Zeugen eingeladen, die sich alle weigerten, gegen Papelia auszusagen. Papelia wurde trotzdem zu 18 Monaten im Gefängnis verurteilt. Bluestein behielt zwar die Kontrolle über das Gambling-Business, doch die Attacke hatte einen extremen mentalen Schaden auf ihn ausgelöst. Er verletzte sogar einen Freund von sich tödlich, woraufhin er in eine Klinik eingewiesen wurde. Es ging bergab mit Papelia nach dem Bluestein-Vorfall. Er sollte im Juli 1963 in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, aufgrund seiner Involvierung in die French Connection. Er bekam für diese Tat 10 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis. Er wurde auch in Italien für 10 Jahre in seiner Abstinenz verurteilt. Papelia kam aber schon nach weniger als der Hälfte seiner Strafe wieder aus dem Gefängnis. Er begab sich wieder nach Ontario. Papelia musste dabei feststellen, dass viele von seinen Geschäften an seinen alten Geschäftspartner Volpe übertragen wurden. Papelia sprach dann mit Giacomo Lupino, der Verantwortliche für die Übertragung war. Lupino verneinte zwar, dass Papelia die Geschäfte wieder bekommen würde, doch er sagte, dass es noch einiges an Arbeit für ihn geben würde. Papelia traf sich immer wieder mit Lupino und nach jedem Treffen wurden alte Feinde tot aufgefunden. Papelia bekam nach diesen ganzen Vorfällen auch den Spitznamen der Enforcer. Er wurde aber auch immer älter und so entschied er sich so langsam aus der Unterwelt auszutreten. Er heiratete in 1981 seine Frau Janetta Hayes. Danach wollte er sich nur noch auf seine legalen Geschäfte konzentrieren. Papelia war wieder an der Spitze, doch der Fall kam schneller als erwartet. Der Grund dafür war die aufsteigende Musitano Crime Family. Sie wollten an seinen Thron und sie schuldeten ihm auch noch $250.000. Die Musitano Familie wusste jedoch, dass es ein Nachspiel haben würde, wenn sie Papelia in die Quere kommen würden. Sie konnten jedoch einen extrem mächtigen Verbündeten finden, die Rizzuto Familie aus Montreal. Die Rizzuto Familie wollte nach Ontario expandieren. Daher kam es ihnen recht, dass es jemand auf Johnny Papelia abgesehen hatte. Die Rizzuto-Familie bot der Musitano-Familie Schutz an. Somit hatte die Musitano-Familie bei ihrem Vorhaben grünes Licht. Wir schreiben den 31. Mai 1997. Johnny Papelia war zu dieser Zeit 73 Jahre alt. Kenneth Murdoch hatte mit ihm ein Treffen vereinbart, weil er Papelia um Hilfe bitten wollte. Was Papelia nicht wusste, das war ein falscher Vorwand, denn die Musitano-Familie hatte Murdoch geschickt, um ihn zu erledigen. Murdoch und Papelia trafen sich in einem Parkhaus und Murdoch erledigte seinen Job. Die Papelia-Familie soll bis heute noch aktiv sein, zwar nicht mehr so mächtig, aber trotzdem noch mit einem Millionenvermögen. Johnny Papelia gilt bis heute noch als einer der mächtigsten Gangster aus Kanada, wenn man daran denkt, dass er sogar bei der French Connection involviert war. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.